Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von den Brettspieltestern. Mit dabei wie immer Michaela und Christian. Und wir haben hier das Spiel Chakra vor uns mit Strategie zur Harmonie. Und wie immer starten wir mit den harmonischen Rahmendaten. Chakra ist ein Spiel für 1 bis 4 Spieler ab 8 Jahren. Die Spieldauer wird auf der Verpackung mit 30 Minuten angegeben, ist bei Game Factory erschienen. Der Autor ist Luca Krelica und kostet, ich habe gerade mal online reingeschaut, um die 23 Euro. Und wir haben das Spielmaterial hier schon mal für 2 Personen aufgebaut. Ich nehme mal eben die Verpackung einmal zur Seite. Und zwar bekommt jeder Spieler erstmal sein eigenes Spielertableau. Das wird so aus 2 Teilen zusammengepuzzelt. Dann bekommt jeder 5 sogenannte Spielsteine der Inspiration. Die legt man hier unten auf seinem Spielertableau ab. Dann gibt es, wie fast überall, einen Startspielermarker. Den kriegst du. Der nervöseste Spieler soll eigentlich beginnen. Das bin immer ich, weil ich bin eigentlich nicht nervös, aber ich verliere dieses Spiel. Und bei uns gibt es ja die Regel, wer verliert, darf das nächste Spiel gewinnen. Dann haben wir hier die sogenannten Meditationschips. Die werden erstmal bereitgelegt. Aber wir können auch jetzt schon mal, wir schließen die Augen. Und jeder darf sich dann schon mal, blind so ein Meditationschip nehmen. Den legt man neben das gleichfarbige Chakra auf seinem Spielplan. Und, das haben wir noch nicht gemacht, da kommen wir gleich zu, wir haben hier noch die sogenannten Punktesteine der Erfüllung. Die gibt es in der Wertigkeit von 1 bis 4 und jede Wertigkeit gibt es 2-mal. Die werden jetzt umgedreht und dann werden die verdeckt gemischt. Und dann haben wir hier nämlich noch das sogenannte Lotusblumenbrett, das ist der sogenannte gemeinsame Spielplan. Und da haben wir jetzt 7 farbige Felder, die mit diesen Chakren, die wir hier haben, einhergehen. Hier haben wir lila, blau und so weiter. Und diese Punktechips kommen jetzt auf diese Felder drauf. Verdeckt. Und da es 8 Punktechips sind und nur 7 Felder, weil wir auch nur 7 Farben haben, bleibt einer übrig, der kommt unbesehen aus dem Spiel, sodass wir nie genau wissen, welche Zahlen überhaupt hier vorhanden sind, weil eine Zahl fehlt. Genau, und jetzt haben wir uns ja gerade eben blind so ein Meditationschip hier nehmen dürfen und eben das gleichfarbige Chakra gelegt. Und ab jetzt, immer wenn man so ein Meditationschip hat, darf man sich den Punktechip zu der gleichen Farbe anschauen. Das macht man natürlich geheim von den anderen Mitspielern. Jetzt weiß ich schon mal, wenn ich dieses Chakra am Spielende voll belegt habe mit lilanen Kristallen, bekomme ich diese Punkte dafür. Denn das ist im Prinzip ein Spielziel, dass wir diese Chakren am Spielende möglichst vollständig belegt haben. Denn wir haben hier noch den Beutel des Universums. Und da gibt es 8 verschiedenfarbige Kristalle in diesem Beutel. Die 7 Farben korrespondieren hier mit den Chakren. Das heißt, hier oben, wenn ich jetzt dieses Chakra, ich mache mal jetzt hier ganz kurz, wenn ich da jetzt am Spielende 3 lilane Kristalle drin hätte, dann wäre dieses Chakra voll belegt. Ich habe jetzt hier, haben wir nochmal einen lilanen Kristall? Das können wir uns so denken. Das können wir uns so denken. Also wenn ich da jetzt 3 lilane Kristalle drin hätte, würde ich am Spielende diese Punktzahl dafür bekommen für das Chakra. Und ich habe immer die Augen zu. Ist mit den anderen Chakren genauso. Und wir haben ja gesagt, es sind 7 Farben. Es sind aber 8 verschiedene Farben im Beutel. Es gibt nämlich noch die schwarzen Kristalle. Das ist die sogenannte negative Energie. Für jeden Spieler werden jetzt 3 Energien von jeder der 8 Farben in den Beutel gelegt. Es kommen also 24 Energien pro Spieler in den Beutel. Da wir jetzt 2 Spieler sind, haben wir insgesamt 48 Kristalle hier in den Sack des Universums. Genau, gar nicht so einfach das zu Das Universum erklären. Schlägt zurück. So. Die 2 anderen könntest du auch Ach gerne so. Mal zurück tun. Ich dachte, du merkst das nicht. Ich dachte, ich kann die da oben behalten. Genau, ich gebe dir mal so einen kleinen Startspieler-Bonus. Das wäre sehr nett von ja, dir. Ja, könnte ich wissen mit 2 Starten. Nein, ist okay. Wir halten uns an die Regeln. So, dann haben wir hier auf diesem Lotusblumenbrett, ich kann das ganz schwer aussprechen, ich weiß nicht, 3-mal hintereinander, ich könnte es nicht, haben wir hier noch 3 Maya-Flüsse, so nennt sich 3 das. 3 Spalten. 3 Spalten, genau. Und auch da sind 9 Felder insgesamt und auf jedes Feld kommt jetzt ein zufälliger Kristall aus dem Beutel gezogen. So, dann kommen wir vielleicht einmal ganz zum Ziel, haben wir ja schon gesagt, wir wollen möglichst unsere Chakren hier befüllen, um Punkte zu bekommen. Wofür bekommen wir noch Punkte am Spielende? Es gibt ja diese schwarzen Kristalle, wenn wir die nachher hier unten haben, schwarze Kristalle dürfen hier unten reingelegt werden. Ja, da fehlt einer. Wenn sie, hier kommt gleich wieder. Achso, das ist der schwarze. Also für jeden schwarzen Kristall, den wir am Spielende hier unten drin liegen haben, bekommen wir am Spielende nochmal einen Punkt. Dann bekommen wir Punkte, was wir gerade gesagt hatten, für jedes vollständige Chakra, entsprechend dieser Punkte, die auf den gleichfarbigen Feldern dann ausliegen. Und dann wird am Spielende nochmal geguckt, welcher Spieler es geschafft hat, von unten gesehen, die längste ununterbrochene Reihe aus vollständigen Chakren zu haben. Und wer das hat, der bekommt dann nochmal 2 Zusatzpunkte. Das können auch mehrere Spieler sein und es kann auch mal sein, wenn jetzt ich zum Beispiel nur das Rote hier belegt habe, Christian aber gar nicht das Rote, sondern nur das Orangefarbene, dann hätte ich die längste ununterbrochene Reihe mit vollständigen Chakren von unten gesehen und würde dann nochmal 2 Punkte bekommen. Das Spiel endet, sobald ein Spieler mindestens 5 Chakren hier vollständig belegt hat.
dann wird unter Umständen noch die laufende Runde dann zu Ende gespielt, je nachdem, wer das Spielende ausgelöst hat. So, und wenn man jetzt am Zug ist, hat man immer die Auswahl aus drei Aktionsmöglichkeiten. Entweder man kann sich Kristalle nehmen, Energie erhalten, heißt es schon in der Anleitung. Nach welchen Regeln, die nimmt man sich dann hier von diesem Spielertableau, das erfolgt, erklären wir euch dann. Oder man kann Kristalle, die man hier schon auf dem Spielbrett hat, bewegen. Das macht man hier oben mit den Feldern und mit diesen Spielsteinen, die man dann auf das entsprechende Feld drauflegt. Auch das erklären wir euch dann nochmal genau, wie das funktioniert. Und die dritte Aktionsmöglichkeit ist, man kann meditieren. Das bedeutet, wenn ich jetzt hier schon Spielsteine liegen habe, weil ich schon Kristalle bewegt habe, dann kann ich mir die zurückholen. Das heißt, mit dem Meditieren bekomme ich zum einen meine Spielsteine von hier zurück und darf mir auch noch zusätzlich hier einen beliebigen, diesmal darf ich den auch mir so aussuchen. Das heißt, ich muss es nicht blind machen. Ich darf mir einen beliebigen Meditationschip nehmen, lege den wieder neben das gleichfarbige Chakra und darf mir dann auch wieder den Punktechip ansehen. Und so bekomme ich im Spielverlauf dann immer mehr raus, welches Chakra letztendlich wie viele Punkte dann wert ist. Denn alle Meditationschips, die ich hier liegen habe, darf ich mir jederzeit diese Punktemarker wieder anschauen. So, dann geht es damit los. Der Startspieler beginnt. Und ich würde jetzt damit anfangen, dass ich mir hier Kristalle nehme, weil Bewegen macht noch keinen Sinn und Meditieren auch noch nicht. Von daher würde ich mir jetzt hier mal Kristalle nehmen. Wenn man sich Kristalle nimmt, darf man sich ein, zwei oder drei verschiedenfarbige Kristalle von einem dieser drei Maya-Flüsse nehmen. Das heißt, da muss ich für einen Fluss entscheiden und von denen nimmt man sich entweder ein, zwei oder drei, aber verschiedenfarbige Kristalle. Das heißt, sagen wir jetzt mal so, würde ich von dem mittleren Fluss nehmen, dürfte ich mir entweder den türkisfarbenen nehmen oder ich dürfte mir den orangenen nehmen oder ich dürfte mir den orangenen und den türkisfarbenen nehmen. Den anderen orangenen dürfte ich mir nicht nehmen, weil es ja immer verschiedene Kristalle sein müssen. Und ich würde mir jetzt mal... Bevor du startest, die Schwarzen haben noch eine Besonderheit. Und zwar, wenn ich aus einer Spalte Kristalle nehme, wo ein Schwarzer ist, muss ich den Schwarzen auf alle Fälle nehmen. Das heißt, hier in der rechten Spalte, den Schwarzen muss ich nehmen. Und dann kann ich entscheiden, okay, ich nehme noch den lilafarbenen und den orangefarbenen oder ich nehme eben nur den Schwarzen und den orangefarbenen. Aber den Schwarzen muss ich nehmen. Genau. So, und ich würde jetzt mal diese drei Kristalle nehmen. Das sind also drei verschiedenfarbige. Und wenn ich die nehme, muss ich die jetzt alle auf ein und dasselbe Feld platzieren. Entweder ich platziere sie hier oben in der sogenannten Bakya-Blase. Diese Blase hat insgesamt Platz für drei Kristalle. Das heißt, wenn da welche drin liegen, ist jedes Feld belegt. Das heißt, ich könnte alle drei Kristalle dort oben hinlegen. Oder ich lege alle drei Kristalle in ein beliebiges Chakra, wo noch drei Plätze frei sind. Denn jedes Chakra hat ja nur Platz für drei Kristalle. Und im Laufe des Spiels werden sich diese Chakren ja auch füllen. Wenn ich das jetzt da reinlege in ein Chakra, ich sage jetzt mal, ich lege das hier rein, dann muss ich einen sogenannten Spielstein der Inspiration daneben legen. Und das bedeutet, dass jetzt dieses Feld praktisch blockiert ist. Das heißt, ich kann, wenn jetzt hier irgendwann mal sagen, als mal den hätte ich schon da bewegt und den da. Und ich sage mal, ich möchte mir jetzt vielleicht irgendwann hier nochmal weitere Kristalle nehmen. Sagen wir jetzt mal so, ich würde mir vielleicht diese beiden hier nehmen wollen. Dann dürfte ich die mit der Aktion Kristalle nehmen hier nicht mehr reinlegen. Weil dieser Spielstein blockiert das Reinlegen in das jeweilige Chakra, neben dem er liegt. Und ich bekomme diesen Spielstein auch nur zurück, wenn das Chakra vollständig ist. Das heißt, sobald hier drei grüne Kristalle drin liegen, darf ich mir den Spielstein wieder nehmen. Solange ist er hier blockiert und bleibt dort liegen. Und das war's dann auch schon wieder. Und dann ist Christian dran. Ja, ich starte auch erstmal mit Kristalle nehmen. Ich nehme hier die hier aus der ganz rechten Geschichte. Wie gesagt, schwarz muss ich nehmen. Die anderen beiden möchte ich haben. Das heißt, ich packe die einmal hier hin und markiere hier entsprechend das Chakra, dass das eben erstmal belegt ist. Und dann wird wieder entsprechend nachgefüllt. Ich nehme jetzt hier mal Kristalle aus diesem Fluss hier. Und ich muss ja Kristalle schon erklärt, da eine schwarze, eine negative Energie drin ist, die muss ich auf jeden Fall nehmen. Jetzt kann ich mich noch entscheiden, ob ich den lilanen oder den roten dazu nehme oder beide, weil ich ja maximal drei verschiedene nehmen darf. Und ich nehme mal den roten dazu und ich lege die jetzt mal hier unten rein und da muss ich dann auch wieder entsprechend so einen Spielstein der Inspiration daneben legen. Und genau, das war es dann schon wieder bei mir. Drei aufgefüllt. Meine Güte, kommen da viele Schwarze, das ist ja krass. Mhm. So, ich werde mir jetzt keine Kristalle nehmen, sondern ich mache eine Bewegeaktion. Das heißt, ich nutze eins von diesen Feldern hier oben. Und zwar nutze ich dieses. Das bedeutet, ein Kristall nach oben, ein anderer Kristall nach unten. Und zwar um ein Feld. Das heißt, den schwarzen mache ich nach unten, den orangefarbenen mache ich nach oben. Der schwarze hier ist jetzt... eine gelinderte Energie. Dankeschön. Ich kann das irgendwie merken. Entweder bei Spielende ein Siegpunktwert oder aber ich kann mit dieser Aktion, wenn ich die nutze, aus dem Sack mir einen
gewünschten, einen beliebigen rausnehmen, einen Kristall, den platziere ich hier oben und kann den entsprechend dann weiter benutzen. Dafür müsste Christian aber dann die schwarze Energie abgeben. Und genau, vielleicht verliere dann einen Siegpunkt. Das genau. Muss man sich überlegen. Und vielleicht nochmal generell hier zu der Bewegung. Christian hat es ja gerade bewegt. Wir haben hier verschiedene Bewegungsfelder. Immer wenn man bewegt, muss man auch alle Bewegungsmöglichkeiten, die auf diesen Feldern drauf sind, ausführen können. Das heißt, wenn Christian jetzt zum Beispiel, die lagen alle so, ne? Ja. Wenn Christian jetzt zum Beispiel sich, das macht ja eigentlich gar keinen Sinn, aber bei dir gehen ja momentan alle, genau, drei, ein nach unten oder wie auch immer, oder zwei. Ja, zwar zwei runter, ein runter würde gar nicht gehen, weil ich kann nur den schwarzen ein nach unten nehmen, irgendwas anderes nach unten geht nicht, dann darf ich entsprechend die Aktion gar nicht benutzen. Genau. Und was auch wichtig ist, hier unten ist die sogenannte Erde. Da dürfen nur die schwarzen Steine reinbewegt werden. Die anderen bunten Kristalle dürfen dort gar nicht hinbewegt werden. Und wenn man hier oben mal Kristalle hatte, sagen wir mal, die waren jetzt mal da oben und die sind schon irgendwie hier runtergewandert, man darf auch nie Kristalle wieder zurück in diese sogenannte Bakya-Blase da bewegen. Ich glaube, der war so und der war so jetzt ja, bei richtig, dir. Ne? Und vielleicht zu den Bewegungsmöglichkeiten hier. Hier muss man ein Kristall drei Felder nach unten ziehen. Hier muss man ein Kristall zwei Felder nach unten ziehen, einen anderen ein Feld. Hier muss man drei verschiedene Kristalle jeweils ein Feld nach unten ziehen. Hier zwei verschiedene jeweils ein Feld nach oben. Hier ein Kristall zwei Felder nach oben. Und hier entweder ein Kristall nach unten oder ein Feld ein Kristall nach oben ziehen. Dann gibt es noch weitere Bewegungsregeln. Sagen wir jetzt mal so, ich hätte diese beiden Kristalle und die hätte ich hier in diesem Chakra drin. Und den möchte ich jetzt, den roten möchte ich natürlich gerne nach unten bringen und ich sage jetzt mal so, ich möchte ihn drei Felder weit bewegen. Immer wenn ich einen Kristall bewegen möchte, muss auf dem Chakra, durch das der Kristall hindurchzieht und auf dem Chakra, auf das der Kristall letztendlich landet, auch ein freies Feld sein. Das heißt, hier in diesem Chakra habe ich momentan kein freies Feld. Das heißt, ich dürfte diesen Kristall hier gar nicht durchziehen. Um den dorthin durchziehen zu können, müsste hier ein freies Feld sein. Nur dann dürfte ich ihn da auch hindurchziehen. Es gibt dann noch eine weitere Regel. Wenn dieses Chakra mal voll wäre, stellen wir uns vor, hier wären jetzt schon drei grüne Kristalle drin. Das heißt, dieses Chakra wäre schon harmonisiert, wie es in der Anleitung heißt. Das heißt, vollständig belegt. Dann zählt dieses Chakra bei Bewegung nicht mehr mit. Weil diese Kristalle möchte man ja auch gar nicht mehr bewegen. Weil man dafür ja am Spielende dann Punkte bekommt, entsprechend dem Chip, der hier auf dem grünen Feld dann liegt. Und immer wenn Chakra auch vollständig ist, darf man diese Kristalle auch gar nicht mehr aus dem Chakra hinaus bewegen. Das heißt, dieses Chakra dürfte ich dann tatsächlich überspringen. Wenn hier jetzt zwei grüne noch liegen würden, also insgesamt drei grüne Kristalle, dürfte ich diesen roten darüber hinwegziehen, obwohl da kein freies Feld ist, weil das vollständige Chakra einfach nicht mitgezählt wird bei der Bewegung. So, das haben wir ja aber alles noch nicht und bewegen möchte ich auch noch nicht. Ich nehme ja nochmal Kristalle und zwar nehme ich mir diese beiden Kristalle. Das sind zwei verschiedenfarbige, den anderen roten darf ich mir nicht nehmen, weil ich ja immer verschiedenfarbige Kristalle nehmen muss. Und die lege ich jetzt mal hier rein und das heißt, ich muss da natürlich auch wieder so einen Spielstein der Inspiration daneben legen. Und das war's bei mir und du bist dran. Schade eigentlich. Wolltest du den auch haben? Der stand mir gut zu Gesicht, da hatte ich jetzt drauf spekuliert, um es mal so zu sagen. Der passt bei mir aber auch sehr perfekt. Ist das so? Mhm. Na, wie schön. Dann muss ich den nehmen. Ich nehme mir einmal die Kristalle hier. Und dann wird hier entsprechend wieder nachgezogen. Hier kommen wieder drei neue Kristalle auf den Fluss. Ich habe einer aber zu viel gezogen. Zack. Und ich möchte jetzt ganz gerne diese Bewegung machen. Das heißt, drei unterschiedliche Kristalle, jeweils ein Feld nach unten. Ich ziehe einmal den schwarzen hierher. Ich ziehe den roten hierher. Und ich ziehe, welchen hatte ich jetzt noch? Genau, den gelben wollte ich noch einmal dahin ziehen. Und das war es dann schon wieder bei mir. Bei den Bewegungen darf man übrigens, wenn da mehrere Bewegungsmöglichkeiten drauf sind, die in einer beliebigen Reihenfolge machen. Das heißt, hier dürfte ich ja einen Kristall zwei Schritte nach unten ziehen und einen anderen einen Schritt. Das kann ich in einer beliebigen Reihenfolge machen. Dann bewege ich auch mal. Ich mache das jetzt einmal so. Ich mache zwei verschiedene jeweils einen Schritt nach oben. Das heißt, der türkisfarbene macht einen Schritt dorthin und der lilafarbene macht einen Schritt nach oben. Und ich mache jetzt mal diese, ich sag mal, Sonderaktion, die Christian schon erklärt hat. Ich habe jetzt hier nämlich schon eine schwarze Energie hier unten. Man darf übrigens, also es ist jetzt ja eine gelinderte Energie, man darf übrigens beliebig viele schwarze hier unten drin haben. Andersfarbige Steine dürfen hier unten ja gar nicht hin. Das heißt, ich gebe jetzt einen schwarzen ab. Das heißt, es wäre am Spätende sonst ein Siegpunkt gewesen. Und darf mir jetzt aus dem Sack einen beliebigen aussuchen. Und da suche ich mir doch jetzt tatsächlich mal einen roten, wollte ich eigentlich ganz gerne haben. So ich ihn dann finde. Müsste ja noch ein roter drin sein, ne? Ja, sogar jede Menge. So, sie kommen nicht. Das ist natürlich mal wieder der unterste Stein, der ganz unten drin ist. Ja, ich passe ein bisschen auf. Ich muss hier auch ein bisschen aufpassen.
Sonst vermenge ich das mit meinen bereits vorhandenen Kristallen. So, und diesen Kristall muss ich jetzt ja, schade, dass ich ihn nicht hier hinlegen darf. Ja. Sehr, sehr schade. Wäre ja aber sowieso hier auch gesperrt durch dieses Plättchen. Ich muss ihn jetzt ja hier oben in die sogenannte Bakya-Blase dann hineinlegen. Und dann muss er den ganzen weiten Weg nach unten laufen. Ciao, ciao, Bella. Der arme Kristall, der. So, ich nehme mir die zwei, packe die hier rein und blockiere entsprechend. So, und ich meditiere jetzt. Das heißt, die dritte Aktionsmöglichkeit. Ich nehme mir einmal meine Spielsteine zurück und darf mir jetzt ja einen beliebigen von diesem Meditationschip nehmen. Das muss ich jetzt auch nicht blind machen, sondern das kann ich mir aussuchen. Dann nehme ich mir mal den und dann schaue ich doch mal, was unter Rot drunter ist. Und jetzt habe ich auch vergessen, was unter Lila drunter ist. Ich darf da jederzeit wieder drunter gucken. Okay, und Christian ist wieder dran. Mache ich auch die zurück. Ich meditiere und ich gucke auch mal unter den Roten. Ja. Oh, wir haben hier wieder vergessen aufzufüllen. Ja. Da, wo noch was weggenommen wurde. Das ist eigentlich gar nicht so schlecht. Die drei nehme ich mir hier mal. Das sind wieder drei verschiedene. Und die packe ich mal hier rein. Das heißt, ich sperre mir wieder ein. Oh je, ich habe gleich schon wieder nur einen für eine Bewegung frei. Ich sehe das schon wieder kommen. Was tust du denn da wieder? Ich weiß es nicht. Blödsinn scheinbar wieder. Deswegen verliere ich ja auch dieses Spiel jedes Mal. Es wird schon einen Grund haben, dass ich dieses Spiel immer wieder verliere. Gut, dann spielen wir mal auf Sieg, würde ich sagen. Ne? Hä? Alles klar. Einmal hier rein, Kristalle nehmen, blockieren. Das ist eine ganz gefährliche Geschichte übrigens. Ich spoilere ein bisschen tippsmäßig. Wenn man hier vier Stück hat, dann habe ich ja nur noch eine Aktion nachher, was Kristalle bewegen betrifft. Da muss man ein bisschen aufpassen. Das ist nur erfahrenen Spielern zu empfehlen. Nein, es ist eigentlich ist nicht sehr sinnvoll, das, was ich hier mache. Von daher, das ist ein Vorführeffekt. Ich habe es ja auch gemacht, also von daher. So, ich habe jetzt hier noch meinen letzten Spielstein. Den würde ich ganz gerne benutzen, um ein Kristall drei Felder runterzuziehen. Da musst du ja gleich wieder meditieren. Ich würde ganz gerne den hier machen. Das geht aber nicht. Ich hatte ja erklärt, wenn ein Kristall bewegt wird, muss er dem Chakra, über das er hinwegzieht und auch an dem Chakra, auf dem er landet, mindestens ein freier Platz sein. Das ist 1, 2, 3. Hier wäre gar kein freier Platz. Das ginge nicht. Das ginge nur, wenn dieses Chakra harmonisiert gewesen wäre. Das heißt, drei Türkisfarben dort gelegen hätten. Dann hätte ich ja 1, 2. Das harmonisierte, vollständige Chakra wäre übersprungen worden. Dann hätte er hier hingekommen. Hätte Fahrradkette, habe ich ja nicht. Von daher funktioniert das Ganze nicht. Von daher mache ich den Orangenen. 1, 2, 3. Hier waren jeweils Plätze frei. Hier ist auch ein Platz frei. Von daher konnte ich den regelkonform bewegen. Ja, versucht. So, ich bewege auch. Ein Kristall 2, beziehungsweise den zweiten Einschritt bewegen. Als erstes mache ich den orangefarbenen. 1, 2, überall freie Plätze darf ich. Und dann nehme ich jetzt hier den türkisfarbenen, mache ich einen runter. Und damit habe ich dieses Chakra vervollständigt. Und ihr wisst ja alle, was da drunter ist. Ich habe es euch ja gezeigt. Von daher bin ich da ganz weit vorne. Ein Punkt. Hast geluschert? Ich habe bei dir... Boah, das ist, du spielst so links. Das war gerade. Jetzt habe ich hier Chakra voll und darf mir entsprechend das Aktionsplättchen wieder zurücknehmen. Das heißt, ich muss jetzt gleich nicht meditieren, so wie Michaela, sondern ich kann noch was machen. Du musst nicht meditieren. Nee, du kannst doch, du kannst ja auch Kristalle nehmen und oben da in die Blase rein. Ich kann noch was in die Blase reinlegen, genau. Das kann ich nämlich auch noch jederzeit machen. Das mache ich jetzt auch mal. Ich nehme mal hier diese beiden Kristalle hier. Den orangefarbenen darf ich gar nicht. Und das darf sie gar nicht. Man muss auch darauf achten, man darf nur drei von einer Farbe auf seinem Spielbrett haben. Hätte Michaela das jetzt gleich, wenn man vier Stück hat und ein anderer Spieler merkt das, dann wird der es gemacht hat, wird dann bestraft. Das heißt, ich dürfte dann einen von den vieren, also angenommen Michaela hätte das jetzt so gemacht, dann hätte sie vier rote, hier unten zwei, da oben zwei, das darf sie ja nicht. Dann hätte ich entscheiden dürfen, welcher rote denn bei ihr runterkommt und rein wieder zurück in den Sack. Und dann hätte ich natürlich den genommen. Ja, ist gut, jetzt Finger weg. Aber davon hast du natürlich nicht gemacht. Nein, so einen Anfängerfehler machst du ja nicht. Genau, also man darf von jeder Kristallfarbe maximal drei haben, außer von den schwarzen. Von den schwarzen darf man beliebig viele haben. Ja, vielen Dank, dass du mich darauf hingewiesen hast. Ja, so bin ich zu dir. Ab und zu bist du mal nett, ne? Du haust ja einen raus. Oder? Ja. So, jetzt müssen wir mal ganz kurz eben gucken, was wir dann wollen. Dann nehme ich mir doch mal hier den orangefarbenen, den darf ich mir noch nehmen. Ich habe nämlich erst zwei orangefarbene und ich darf mir den blauen noch nehmen. Kann ich beide hier oben hinlegen. Da muss ja kein Spielstein der Inspiration daneben gelegt werden und da wird wieder aufgefüllt. Und dann ist Christian wieder dran. Und jetzt bin ich ganz schön, wie Christian schon gesagt hat, na, du hast da schon wieder einen wieder, aber man sieht hier, man schränkt sich dadurch ganz schön in seine Bewegungsfreiheit, sag ich mal, ein. Und das ewige Meditieren nimmt einem natürlich Spielzüge weg. Das ist aber total blöde, dass du jetzt just den genommen hast. Auf den habe ich jetzt meine ganze Strategie abgestimmt. Oh, yes, habe ich ja wenigstens eine Kleinigkeit richtig gemacht. Das ist eher Suppen, das mal so zu sagen. Mm.
Von daher muss ich auf Sieg spielen. Also ich nehme die Geschichte, zwei Kristalle jeweils einen Schritt nach oben. Ich mache einmal den einen nach oben und ich mache einmal den einen nach oben. Und so, ich muss meditieren, weil was anderes geht nicht. Das heißt, ich kriege den zurück und ich kann mir nochmal ein Meditationschip nehmen. Und ich nehme jetzt einfach mal Orange und schaue mal drunter, was da so für eine Punktzahl sich da drunter versteckt. Und Christian ist schon wieder dran. Ich meditiere auch. Ich nehme mir auch Orange und du schau auch mal. So, dann würde ich jetzt mal wieder bewegen wollen. Ich gehe mal hier. Ich möchte ein Kristall, drei Felder. Ich möchte den hier bewegen. Eins, zwei, drei. Da darf er ja hin. Und dann bin ich schon wieder fertig. Und Christian ist dran. Ich nehme mir Kristalle. Ich nehme einmal die hier und packe die hier oben in diese Blase. Okay. Dann kannst du ja schon mal auffüllen sonst. Dann kann ich nebenbei schon mal meditieren. Ich gehe nämlich hier wieder einmal zurück. Ach, musst du schon wieder. Ist es schon wieder so weit? Ich musste wieder meditieren. Du musst echt ein bisschen an deinem Nervenkostüm arbeiten. Ich brauche diese Ruhephase. Ich mache dir mal... Nehmen wir mal den gelben Meditationschip, das heißt, ich darf jetzt hier drunter gucken und schauen wir doch mal, was sich da für eine Punktzahl drunter verbirgt. Und dann bin ich auch schon wieder fertig. Gut, ich mache einmal die Geschichte, ein, zwei hoch, das heißt, den lilafarben nehme ich ein. Hier ist das Chakra voll, der zählt dann nicht, das heißt, hier lande ich mit meinem zweiten Schritt. Ich möchte einen wieder drei bewegen, den orangenen. Eins, zwei, drei. Ich habe jetzt auch einen Chakra vollständig. Ich bekomme auch einen Spielstein zurück. Hurra! Okay, das setzt mich natürlich ganz schön unter Druck. Da muss ich natürlich kontern. Das glaube ich nicht. Ich mache hier einen Kristall, einen hoch, einen runter. Der lilafarbene geht einen hoch, der lilafarbene geht einen runter. Und ich habe dieses lilafarbene Chakra, von dem ich nicht mal die Ahnung habe, was es wert ist, voll gemacht. Aber du kriegst keinen Stein zurück, weil du hast keinen daneben. Das macht nichts, aber ich kann dann von da oben gleich einen überspringen. Dadurch bin ich schneller. Ach, du bist dann schneller. Schneller ist besser. Schneller ist besser. Mhm. Na, wenn du das sagst. Wird das ja wohl so sein. Schade, mein Zweier ist schon belegt. Von daher werde ich jetzt mal den hier machen. Ich mache mal ein Kristall, zwei Felder runter und den anderen Kristall, ein Feld runter. Und du bist dran. Ja, ich muss meditieren. Einmal so und ich will mir mal... Oh, ich, Spaß ist halber. Ich meine, ich kriege den ja eh, aber was soll's. Bist einfach neugierig, ne? Mal gucken, was mir das jetzt an Punkten gebracht hat. Ich werde auch meditieren, das heißt, ich bekomme die auch einmal zurück. Und wo möchte ich denn jetzt mal drunter gucken? Ich glaube, es ist, lila hatte ich eigentlich auch schon. Ich kann da noch mal drunter gucken, was das ist. Aha, der ist ja gar nicht so interessant. Von daher... Ich weiß, ich habe den mir gerade angeschaut. Mache ich hier mal grün, so. Ich nehme mir mal grün dazu. Und mal richtig rumdrehen hier. Und dann bin ich schon wieder fertig. Christian ist dran. Die Aktion bewegen, drei verschiedene Kristalle jeweils einen Schritt. Das heißt, ich mache den einen Schritt, ich mache den einen Schritt und ich mache den einen Schritt. Ich werde meinen hier drin legen. Das heißt, ich möchte ein Kristall drei Felder weit bewegen, dann nehme ich den roten. Eins, zwei, drei Felder weit. Und Christian ist dran. Dann gehe ich mal wieder auf Bewegen. Ein Kristall drei Schritte. Eins, zwei, drei. Okay, dann möchte ich auch nochmal Kristalle bewegen. Ich möchte einmal hier hingehen. Ich möchte ein Kristall ein Feld nach oben und einen anderen ein Feld nach unten bewegen. Ich mache einmal den blauen ein Feld nach oben. Das heißt, ich muss noch einen anderen Kristall ein Feld nach unten bewegen. Dann nehme ich hier den roten. Dieses Feld hier, dieses vollständige Chakra zählt ja nicht mit. Das heißt, das kann übersprungen werden. Das heißt, hiermit hat er jetzt einen Schritt gemacht und ich darf mir jetzt diesen Spielstein der Inspiration zurücknehmen. Und du bist wieder dran. Ja, bevor du mir da wieder in die Parade fährst, ich fahre in die Parade und pack die hier oben rein. Wann bin ich dir denn schon mal in die Parade gefahren? Andauernd, andauernd. Das kann ich mich gar nicht dran erinnern. Kann mich überhaupt nicht dran erinnern. Dann nehme ich mal, ich möchte ganz gerne hier was nehmen. Nur einen blauen darf ich ja nicht. Ich muss ja auch den schwarzen mitnehmen. Von daher nehme ich mir die beiden und die packe ich hier oben hin. Und Christian ist dran. Jo, ich meditiere, einmal schnell auffüllen, zack. Die runter und ich nehme mir den gelben. So, und ich möchte jetzt ganz gerne Spielsteine bewegen. Ich warte noch mal, bis Christian es gezeigt hat. Du gesehen hast, was für eine Zahl das ist. Das habe ich nicht. Schon. Okay. Und zwar möchte ich ganz gerne einen Spielstein, zwei Felder. Das heißt, ich mache den hier 1, 2 und einen anderen Spielstein oder Kristall ein Feld. So, damit ist das Chakra auch vollständig. Ich bekomme leider keinen Spielstein zurück. Aber das Chakra habe ich vollständig. Ich weiß noch nicht, was für Punkte es mir am Spielende bringen würden. Damit habe ich jetzt drei Chakren und du hast zwei, ne? Nee, ich habe erst. Ja, doch, ich habe zwei. Du hast recht. Du hast ja so recht. Der läuft heute nicht so richtig. Aber na, mal abwarten. Was willst du machen? Ne, das ist einfach so. So, ich mache die Geschichte. Drei Stück jeweils einen runtersetzen. Das heißt, der einen runter, der einen runter. Und dann sagen wir den einen runter. Okay, dann meditiere ich mal.
Und dann schaue ich mir doch mal an, was möchte ich denn? Ach, ich möchte schon ganz gerne wissen, was ich da im Spiel habe. Ich meine, ich kann es eh nicht mehr. Oh, das ist ja großartig. Da habe ich ja total mir die richtige Farbe ausgesucht. Und du bist dran. Ich bin dran. Ich nehme mir mal die 2 und packe die hier oben rein und fülle entsprechend auf. Ja. Dann nehme ich mir jetzt mal diese drei hier. Das sind drei verschiedenfarbige. Und ich habe von keiner Farbe hier schon drei auf dem Brett. Von daher darf ich mir das nehmen. Muss dann natürlich wieder so ein Spielstein der Inspiration daneben legen. Und du bist dran. Jo, ich mache wieder bewegen. Ein, zwei Schritte, den anderen einen Schritt. Ich mache den schwarzen hier. Eins, zwei. Chakra ist voll, wird nicht mitgezählt. Und den blauen packe ich hier rein, kann das ja auch entsprechend überspringen. Das heißt, blau habe ich Ui. voll, und ich bekomme das Aktionsblättchen wieder zurück. Wie viel hast du jetzt schon? Ich habe erst Drei. drei Stück, Erst aber aus der drei. falschen Richtung. Von daher. Na, sowas. Ich mache mal hier ein Kristall 3. Das wird ja übersprungen. Das ist vollständig. 1, 2, 3. Und Christian ist. Ach, hier, guck mal, ist gar nicht aufgefüllt. Na, sowas. Hast du dir was genommen und ist gar nicht aufgefüllt worden? Na, sowas. Gehen wir hier mal wieder ganz schnell auf. Wer weiß, was da Interessantes kommt, ne? Und du bist dran. Ich nutze die Geschichte hier, das heißt, ich gebe eine geläuterte schwarze Energie ab, die geht raus aus dem Spiel und ich darf aus dem. Ah, funktioniert nicht. Ich nehme das zurück, ich mache das Welchen nicht. wolltest du denn Ich haben? wollte den orangefarbenen haben, das geht natürlich nicht. Nee, ich habe nämlich schon drei und hier liegen drei draus und es sind ja pro Spieler von jeder Farbe drei Kristalle drin, von daher kann gar keine orangefarbene mehr im Sack sein. Dann kannst du den da erstmal wieder runternehmen. Den Achso, hattest du bin dann ich ja. so? Genau. Gut, ich nehme Kristalle, ich nehme den orangefarbenen, den packe ich direkt hier rein. Pack den also so rein, das muss man können und habe jetzt halt eben das Chakra voll, das heißt, ich kriege das Blättchen auch sofort wieder zurück. Und habe jetzt schon 4 Chakren. Oh, Da, 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 damit hast du mir jetzt da. meins versaut. Ich wollte mir nämlich auch den gelben Versaut, nehmen, hallo. aber das kann ich jetzt ja nicht Ausdruck. mehr, weil ich muss mir dann ja auch den schwarzen dazu nehmen. Ach, wie schade. Genauso hatte ich mir das eigentlich auch vorgestellt. So, noch 2 Züge und das Spiel ist vorbei. Ja, Dann ja, hast ja, du ja. es Dann ist vollständig. vorbei. Nicht unbedingt gewonnen, aber dann ist mal dicht hier. Dann ist dicht. Das ist aber nicht schön. Das ist jetzt aber gar nicht schön. Ich hätte ja den auch noch kriegen können, aber den hast du Hätte mir wäre, jetzt. wenn. Ja, Ich den weiß gar hast du nicht mir mehr, jetzt ja was war gut gerade. eigentlich. Oh, 2 Punkte hast du da. Den hast du mir jetzt ja gerade geklaut. So, dann nehme ich mal den hier. Der kommt dahin. Das heißt, ein Kristall, zwei Felder nach oben. Eins, der wird übersprungen. Zwei. Tja, das wird nicht reichen, du. Ich nehme mir einen Kristall, pack den hier oben rein und du bist dran. Für deinen letzten Zug. Echt? Ja. Ich muss Oh nein, ich muss das revidieren. Entschuldigung, Entschuldigung. Nein, ich meditieren. wollte nicht, dass das jetzt was mit deiner. Nö, alles gut. Ich muss meditieren. Ach so, gelb habe ich schon. Bei mir ist nur noch Türkis offen hier. Von daher schauen wir mal, was bei Türkis drunter ist. Eine ganz hohe Punktzahl. Und das war's dann schon wieder. Ich Und du bin bist dran. Glücksschieder, so funktioniert das ja gar nicht, wie ich das wollte. Ich muss auch noch mal meditieren, du hast einen Zug mehr, verdammt. Hab Ich noch einen Zug meditiere mehr. und ich nehme mir mal grün, weil grün mache ich ja gleich dicht, von daher. Wieso machst Oh, du das ist grün gut, gleich das dicht? gibt 4 Punkte, das ist schön. Wie machst du denn grün gleich Wirst dicht? du gleich sehen. Du bist noch einmal dran und dann ist das Spiel Ach vorbei. so, weil du den Dreierschritt dann nimmst. Genau. Ah, das ist natürlich übel, sprach Sehr der breit Dübel. aufgefächert, aber das sieht Ja. nicht so aus, als ob du noch irgendwo Punkte machen kannst. Doch, ich kann mir diesen gelben jetzt hier Oh ja, nehmen. verdammt, da kommt er ja direkt Der an. kommt hier direkt an. Ich müsste den Spielstein der Inspiration daneben legen. Ah, Hab das verdammt. Chakra aber vollständig. Nehme mir also Weil ich zurück. sowas immer noch ankündige. Ich mache die Geschichte, 3 Stück, einen runter. Ich mache die, einen runter, den, einen runter und den, einen runter. So, und damit, ich bin ja nicht Startspieler gewesen, sondern letztes Spiel in der Runde. Das Spiel ist vorbei. Jetzt geht es um die Weil du hast Punkte. 1, 2, 3, 4, 5 vollständige Chakren. Genau, jetzt werden hier die entsprechenden Blättchen einmal aufgedeckt und dann wird einfach nur zusammengerechnet, wer welche Punkte hat. Fangen wir bei dir an. Das sind einmal 3, plus 1 sind 4, plus 1 sind 5, plus 4 sind 9, plus 3 sind 12, plus einen, den ich hier unten habe, sind 13 Punkte für mich. 13 Punkte für dich. Und ich fange mal hier an. Ich habe hier einen Punkt. 1, 5. 5, 8, 10, 10 da unten Kainjon, nichts. aber ich habe die längste ununterbrochene Reihe von unten gesehen mit vollständigen Chakren. Das heißt, da bekomme ich auch nochmal 2 Punkte Dann hast dazu. du 12 und ich habe 13. Netter Versuch. Ja, und wenn man Lust hat, kann man jetzt in der Spielanleitung nochmal nachschauen, wie gut oder wie schlecht man war. Wir sind beide im gleichen Bereich. 11 bis 13, du hast 13 Punkte, ne? Ja, diesmal ja. 13 Erfüllungspunkte. Du bist eine Schmetterlingspuppe, bereit, dich zu entwickeln.
Wenn man hier ganz oben irgendwo ist, das ist da, wo Christian 17 bis 19 Erfüllungspunkte meistens ist. Du bist ein talentierter Jünger, der Schüler wird den Meister bald in den Schatten stellen. Wenn du das letzte Mal warst, sage ich lieber nicht. Doch, können wir gerne sagen. Ich war das letzte Mal, ich hatte 6 Punkte, glaube ich. Ne? Das war ganz schlecht. Das war hier unten weniger als 8 Erfüllungspunkte. Trink ein Lavendel oder Kamillentee, nimm ein warmes Bad und entspann dich. Lass dich nicht vom Stress überwältigen. In der Ruhe liegt die Kraft. Genau, in der Ruhe liegt die Kraft. Okay, das war Sinne, dann, so funktioniert Chakra. Und dann würde ich mal sagen, können wir mal zum Fazit kommen. Ja, komm, dann mach das mal ganz harmonisch, schau mal raus. Ich soll anfangen, ja. Harmonisch? Okay, dann fange ich mal wie so fast immer mit der Anleitung an. Von der hatte ich schon viele Kritikpunkte gehört. Und deswegen bin ich ein bisschen mit Vorbehalten, ehrlich gesagt, an die Anleitung rangegangen. Das ist, wenn man hier sieht, einmal 3 Seiten vorne und 3 Seiten auf der Rückseite. Von daher nicht viel. Und ich muss ganz ehrlich gesagt gestehen, ich fand die Anleitung jetzt gar nicht so schlimm. Also was sie so ein bisschen kompliziert macht am Anfang, sind diese ganzen Spezialbegriffe. Kristallenergien, Spielsteine der Inspiration, Punktesteine der Erfüllung, Sack des Universums, der Beutel des Universums, das Lotusblumenbrett, was ich total schlecht aussprechen kann. Man kann das natürlich alles ein bisschen vereinfachen. Man hat hier letztendlich einen gemeinsamen Spielplan, man hat einen Beutel, man hat hier Punktechips, man hat hier Meditationschips. Meditationschips, okay, könnte man einfach Spielchips, wie auch immer, nennen. Also von daher, das hat es. Farbchips oder wie auch immer, genau. Also ich kenne mich da jetzt mit Chakra auch überhaupt nicht aus. Von daher weiß ich nicht, ob das alles so passt. Aber das hat es am Anfang ein bisschen komplizierter gemacht. Wobei, ich muss sagen, diese Anleitung ist wirklich gut strukturiert und es sind auch überall, ich sag mal, Bilder mit dabei. Also man sieht hier genau, was mit Spielstein der Inspiration gemeint ist. Da ist dann dieser schwarze Spielstein abgebildet. Energien war auch klar, das sind die Kristalle letztendlich, Punktesteine, also es sind überall Bilder mit dabei, von daher finde ich schon, dass diese Anleitung letztendlich nicht schlecht geschrieben ist. Es gibt hier eine Sache, diese gelinderte Energie, die wird hier eine Seite vorher beschrieben und wird dann auf der nächsten Seite aber letztendlich erst erklärt, was gelinderte Energie ist. Das ist ein bisschen unglücklich, weil da hätte man vorher eigentlich irgendwo schon stehen haben müssen, was ist eigentlich diese gelinderte Energie, also dass es negative Energie ist, die ich gelindert habe, weil ich sie hier unten bekommen habe. Aber ansonsten muss ich sagen, ich fand diese Anleitung jetzt nicht so schlimm. Ich finde, wir sind auch gut reingekommen. Ist für mich auf jeden Fall auch ein Gelegenheitsspielerspiel und ein Familienspiel. Ich habe es Christian vorgelesen und ich würde sagen, wir haben es eigentlich auch gleich richtig gespielt. Ich fand schon. Ich weiß gar nicht, ich glaube, einen Fehler hatten wir, glaube ich, drin. Ne? Weiß ich jetzt aber gar nicht mehr so ganz genau. Wir haben es zu zweit und zu dritt gespielt. Wir haben es einmal mit Henry zusammen gespielt. Ansonsten haben wir es immer zu zweit gespielt. Ich muss aber auch sagen, vom Spielfluss ist da nicht viel Unterschied drin. Klar, man hat natürlich hier einen größeren Durchlauf, dadurch, dass hier mehr Kristalle weggenommen werden. Es sind aber letztendlich auch mehr Kristalle im Sack, weil ja für jeden Spieler die gleiche Anzahl Kristalle in den Sack reinkommen. Von daher ändert sich da nicht so viel. Wobei, das Drei-Personen-Spiel habe ich gewonnen. Das hat mir dann doch ein bisschen mehr Spaß gemacht. Ein Zwei-Personen-Spiel gegen Christian verliere ich irgendwie immer, warum auch immer. Und ich finde, ansonsten hat dieses Spiel eigentlich einen schönen Fluss. Es hat schon so ein bisschen Anspruch auch mit dabei, weil es halt gewisse Regeln hat. Wenn ich Kristalle hier nehme, wo platziere ich die? Platziere ich die entweder hier oben oder platziere ich die hier auf einem Chakra? Da muss ich auch immer überlegen, wie viele Spielsteine habe ich mir hier schon gesperrt und wie viel möchte ich mir letztendlich auch noch sperren? Wo platziere ich die Steine? Weil man versucht natürlich, tun dies schon, wenn jetzt da Steine drin liegen, zumindest ein auf das gleichfarbige Chakra zu legen, damit man da nicht halt noch alle Steine letztendlich nach oben und nach unten bewegen oder alle Kristalle nach oben und nach unten bewegen muss. Oder platziere ich sie jetzt hier oben, um damit zu verhindern, dass ich noch einen weiteren Stein sperre. Wenn ich nicht zu viele Steine gesperrt habe, werde ich in meiner Bewegung stark eingeschränkt. Habt ihr ja auch schon gesehen. Wenn ich jetzt zum Beispiel hier viel liegen habe, wird es nachher schon fast kriminell, weil ich dann immer, wenn ich dann einmal bewegt habe, meditieren muss. Diese, ich sag mal, Meditationschips sich anzugucken, ist natürlich auch ganz nett, weil ich dann weiß, wie wertig sind eigentlich die Chakren, die ich hier belege. Aber letztendlich, ich habe viel am Anfang darauf hingespielt, dass ich erstmal geguckt habe, welches Chakra ist wie viel wert und habe dann versucht, ich sag mal, die höheren wertigen voll zu bekommen. Aber wenn dann ein anderer Spieler, so wie Christian, der kommt ja gleich auch noch zu seinem Fazit, dem das egal und der spielt nur darauf, dass man die Chakren voll kriegt, dann hängt man da natürlich irgendwo so ein bisschen hinten dran und kommt teilweise nicht mit und dann bringt es einem auch nichts, wenn man nur die höheren dann bepuzzelt, sofern man sie dann bis dahin überhaupt hier gefunden hat. Und der andere ist letztendlich dann schon wieder mit 5 Chakren. Also von daher, es hat ja auch noch so einen kleinen Wettrenncharakter. Das heißt, man muss die anderen Spieler immer noch so ein bisschen im Auge behalten. Wie weit sind die? Wie viele Spielzüge müssen die vielleicht noch machen? So jetzt bei Christian. Ich habe immer mal hingeguckt, was ist von 3 voll.
Und auf einmal hattest du 5 voll. Zack. Du sagtest nur noch 2 Spielzüge. Sowas sagt man natürlich normalerweise nicht an, ist ganz klar. Natürlich, weil man möchte ja seine Gegner nicht irgendwie in Unsicherheit bringen oder nervöser machen, als es vielleicht eh schon ist. Oder ihnen den Tipp geben, dass sie nochmal schnell versuchen müssen, genau. Punkte zu machen. Von daher, ich finde, es ist vom Spielprinzip recht einfach. Es hat aber doch schon recht viel, wo man auch viel hin und her überlegen kann. Wie mache ich das? Wie setze ich hier die, wie gesagt, Kristalle sinnvoll ein? Wie viel von den Spielsteinen sperre ich hier? Dadurch habe ich dann ja letztendlich dann auch weniger Bewegungsmöglichkeit. Aber auch bei der Bewegung muss ich immer gucken, dass ich auch, weil wir sagten ja, für jede Bewegung muss ich auch Kristalle bewegen können entsprechend. Wenn ich dann zu wenig Kristalle hier habe, weil ich möchte natürlich nicht Kristalle, die schon auf ihren richtigen Feldern liegen, wieder irgendwo anders hin bewegen müssen. Also von daher muss man da auch immer dann gucken, für die Bewegung habe ich genügend Kristalle irgendwo liegen, dass ich auch entsprechend logische Bewegungen dann machen kann, um das letztendlich auch so ein bisschen zu optimieren. Man könnte schon fast sagen, es ist auch ein bisschen ein Optimierungsspiel. Mhm. Wo setze ich die Kristalle ein, damit ich sie möglichst optimal auch in ihre entsprechenden Felder dann bekomme. Ja, und von daher muss ich sagen, gefällt mir das Spiel gut, so als Absackerspiel, so als Spiel zwischendurch oder auch mal ein Opener für einen Spieleabend. Wobei ich muss sagen, wir haben fast immer so 2 Partien nacheinander gespielt. Also es hat schon seinen Wiederspielreiz, wie ich finde. Und für mich ist es einfach ein gutes Spiel und das spiele ich auch gerne wieder. Und wie viele Punkte sind das dann? Ja, da es für mich ein gutes Spiel ist, vergebe ich dafür 7 Punkte. Gut, dann komme ich mal zu meinem Fazit. Also ich sehe das sehr ähnlich wie Michaela, auch was die Anleitung betraf. Wie gesagt, diese Begrifflichkeiten, da bin ich eh nicht so ein Fan von, weil ich steige gerade bei so einem einfachen Spiel nicht so tief in die Story ein, dass eben das jetzt hier unbedingt ein Lotusblumenbrett sein muss oder auch hier, dass das Maya-Flüsse sind. Für mich sind das einfach die Spalten, aus denen ich die Kristalle rausnehmen kann. Ich spiele sowas dann eher ein bisschen abstrakt. Ansonsten, man sieht alles, was man machen muss. Also man weiß eben, ich habe hier im Prinzip meine Aktionsplättchen. Das ist mehr oder weniger als mein Worker-Placement. Ich setze meinen Worker irgendwo hin. Hier muss er eben stehen bleiben. Hier macht er eine Aktion. Von daher kann man das dahin übertragen. Wo man eben aufpassen muss, was Michaela schon ausführlich gesagt hat, ist, dass man nicht zu viele von seinen Aktionsplättchen hier an den Rand packt, damit man hier einfach noch genügend Aktionen auch ausführen kann, bevor man meditiert. Und auch dieses so, ich meditiere, für mich war Meditieren echt immer nur, ich hole mir meine Aktionsplättchen zurück, dass ich hier jetzt drunter gucken konnte, was denn die einzelnen Plättchen für eine Wertigkeit oder die einzelnen Farben für eine Wertigkeit haben, hat mich ehrlich gesagt fast nie interessiert, weil ich habe meine Kristalle immer nur so genommen, um eben möglichst schnell meine Chakren vollzukriegen, egal was für einen Wert die haben. Und da man doch im Laufe des Spiels relativ häufig meditiert, hat man eh fast nachher alle Farben hier auch schon sich einmal angeschaut. Da ist nicht mehr viel Überraschung dabei. Und wie gesagt, ich habe das echt immer so ein bisschen auf Tempo gemacht, dass ich eben versuchte, meine 5 Chakren vollzukriegen, bevor Michaela ihren 4. oder auch ihren 5. hinbekommen hat. Weil diese 2 Chakren mehr, die machen punktemäßig meistens doch den Ausschlag. Selbst wenn es nur ein 1er und ein 2er ist, sind das 3 Punkte. Das reicht meistens zum Gewinn aus, so als kleiner Spoiler, als kleiner Tipp, sag ich mal. Downtime, Nachdenkezeit, fast keine vorhanden. Klar, man muss ein bisschen schauen, so wie optimiere ich das, wie kriege ich das hier, wie kann ich meine Schritte machen. Was aber jetzt so im 2-Personen-Spiel und auch in dem 1-3-Personen-Spiel, das wir gespielt haben, irgendwie nicht gestört hat. Das war vollkommen in Ordnung. Ja. Und auch so von den Regeln, also wir hatten das ja Henry erklärt gehabt und der hat sofort mitgespielt, der hat auch sofort eigentlich gefühlt keine Fehler gemacht. Und das ist eben wirklich ein schönes Gelegenheitsspielerspiel, schnell aufgebaut, schnell erklärt, schnell runtergespielt und eben auch so von der Spieldauer so kurz, dass man danach sagt, hey, ich habe es A verstanden, B, es hat mir Spaß gemacht, C, lass einfach normal spielen. Mhm. Und das finde ich echt in dem Segment, Gelegenheitsspieler, einfaches Spiel, Familienspiel quasi, sehr gelungen und ich gebe irgendwas zwischen einem gut und einem sehr gut, das heißt, ich gebe 7,5 Punkte. Okay, das war dann unser Review zu dem Spiel Chakra. Wir würden uns natürlich sehr freuen, wenn euch das gefällt, was wir hier machen, wenn ihr uns unterstützt, indem ihr unseren Kanal abonniert. Gebt auch gerne dem Video einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Und ansonsten freuen wir uns drauf, wenn ihr das nächste Mal wieder bei uns reinschaut. Bis dann! Tschüss! Tschüss.